Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Lamborghini Unica App, die speziell für Lamborghini-Besitzer entwickelt wurde. Da viele Fragen zu diesem Thema auftreten, haben wir dem Ganzen ein extra Video gewidmet. Es gibt zwei verschiedene Wege, euer Fahrzeug in der Unica App anzulegen. Der eine Weg ist der etwas einfachere. Dort bekommt ihr von eurem Lamborghini-Händler einen Link zugeschickt, den ihr einfach anklickt und dann direkt in der App euer Fahrzeug mit der App koppeln könnt. Der zweite Weg erfolgt komplett über die App. Hier müsst ihr einige Schritte durchlaufen und Dokumente hochladen. Da wir alle den einfacheren Weg bevorzugen, setzen wir uns jetzt mal ins Auto und schauen, wie das geht. Als erstes müssen wir einmal in die Nähe unseres Fahrzeugs gehen und die Zündung einschalten oder den Motor starten. Dann gehen wir auf unsere Unica-App. Wählen unsere Garage aus. Können dann das entsprechende Auto auswählen. Das ist jetzt für den Fall, dass wir einen Link von unserem Händler geschickt bekommen hätten. Dann haben wir hier ganz unten direkt in der ersten Leiste Lamborghini verbinden. Gehen wir jetzt einmal drauf. Also einmal die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung akzeptieren. Dann sagt uns einmal die Unica App, was wir genau machen müssen. Dazu gehen wir auf die Einstellungen, Lamborghini Connect. Bremse anziehen und dann gehen wir auf das Benutzermanagement. Koppeln wir einen Hauptbenutzer. Macht er ganz oben und geben dann den Code ein, der uns hier ganz unten in der App angezeigt wird. Das ist so, da sind wir auch schon mit unserem Huracan Evo Spider verbunden. Die Unica App bietet euch noch eine Menge kleiner Features an, wie zum Beispiel das Terminbuchen für einen nächsten Service oder verschiedene Alarme, die ihr nutzen könnt. Einmal zum Beispiel den Alarm, wenn das Auto einen bestimmten Umkreis verlässt oder wenn es eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet. Dann könnt ihr euch noch eine Fahrzeugzeitlinie anzeigen lassen. Hier könnt ihr sehen, wann Wartungen fällig sind oder wann die letzten Wartungen gemacht wurden. Darüber hinaus könnt ihr sehen, wann das Fahrzeug seinen Garantiestart hatte und wie lange diese noch läuft. Weiter unten könnt ihr dann noch sehen, wann das Fahrzeug hergestellt wurde und wann es in euren Besitz übergegangen ist. Falls noch Fragen auftreten sollten, kontaktiert uns gerne. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut doch auch gerne unsere nächsten Videos. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Falls Fragen auftreten, schreibt sie einfach in die Kommentare.